Ich bin Birgit Sauer vom Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass Menschen das Land, die Umgebung verlassen, in der sie groß geworden sind, in der sie arbeiten, zwangsweise verlassen und fliehen, weil sie in einer Notsituation sind. Und diese Menschen brauchen Schutz, diese Menschen brauchen Schutz einer internationalen Gemeinschaft und sie brauchen vor allem den Schutz jenes Landes, in dem sie dann schließlich angekommen sind. Österreich als ein sehr reiches Land hat meiner Meinung nach die Verpflichtung, diese Menschen zu unterstützen, diesen Menschen zu helfen. Und wenn ich mir die Situation in Österreich jetzt ansehe, dann ist es eine sehr bedauerliche Situation. Flüchtlinge haben nicht das Recht zu arbeiten, beispielsweise, wenn sie Asyl beantragen. Das heißt, sie haben damit keine Möglichkeit, wenn sie das wollen, ihr eigenes Leben zu verdienen. Sie sind eigentlich in einem Zustand in Österreich, wo ihnen ganz viele Rechte entzogen sind, auch ganz grundlegende Menschenrechte beispielsweise entzogen sind. Das heißt, Österreich hat meiner Meinung nach die Aufgabe, diese Menschen so zu unterstützen, dass sie ein gutes Leben auch in Österreich führen können. Ein zweiter Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist die Frage, wie Österreich umgeht mit dem, was man eigentlich als eine sehr tolle zivilgesellschaftliche Bewegung, eine Selbstorganisation von Flüchtlingen bezeichnen kann. Nicht, das ist etwas, wo wir sagen, das ist ein ganz zentraler Bestandteil der Demokratie und wenn Menschen so weit kommen, dass sie sich selbst organisieren, ist es eigentlich ein Ausweis einer lebendigen Demokratie und wenn die Refugee-Bewegung das tut, dann braucht sie noch viel mehr die Unterstützung der österreichischen Demokratie, wenn Österreich sich wirklich als eine Demokratie bezeichnen will. Das heißt auch, dass eine solche zivilgesellschaftliche Bewegung das Recht haben muss, Rechte haben muss, sich zu organisieren, das nicht unter der Bedrohung tun zu müssen, dass die Abschiebung erfolgt, dass andere Sanktionen erfolgen, sondern im Gegenteil, dass es Formen braucht, um diese Bewegung von Refugees so zu unterstützen, dass sie auch ihre Rechte wahrnehmen können, sich organisieren können, ihre Interessen durchsetzen können.